Eine Situation, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist diese hier. Lass uns erstmal ein bisschen improvisieren. Begleite doch mal einen Blues und ich fange an. Nee, ich meine nicht diesen Clapton Blues. Viele kennen den Blues nur so oder ähnlich. Denn am Anfang lernt man eben vor allem diese coolen Riffs. Doch wenn du den Blues in seinen Grundzügen verstehen möchtest, musst du auch das Blues-Schema kennen. Die Gefahr ist nämlich, dass du sonst an diesen Riffs kleben bleibst. Und wenn du dann einfach mal Akkorde spielen sollst, tja. Mit diesem Video lernst du, wie der Blues funktioniert. Hi, hier ist Svenja und heute geht's ums Blues-Schema. Ob du nun Akkorde oder Riffs spielst, all dem liegt im Blues eine ganz bestimmte Akkordfolge zugrunde. Und wenn du diese erstmal verstanden hast, kannst du sie in jeder Tonart spielen. Wenn du die folgenden Übungen zusätzlich gern ausnotiert vor Augen haben möchtest, werde mein Patreon und du kannst dir die Tabs als PDF und Guitar Pro Datei runterladen. Den Link zu meinem Profil findest du in der Videobeschreibung. Für das Blues-Schema spielst du die Akkorde auf der ersten, vierten und fünften Stufe der Tonart. Das heißt, wenn wir von A-Dur ausgehen, du spielst die Akkorde A, D und E-Dur. In Moll ist das übrigens ähnlich, nur dass du hier entsprechend Moll-Akkorde spielst. Wenn du die Dur- und Moll-Tonleiter noch nicht kennst, behalte dieses Wissen im Hinterkopf. Sobald du die Skalen geübt hast, wirst du wissen, was ich meine. Für den bluesigen Klang spielst du aber nicht einfach Dur und Moll, sondern 7er Akkorde, also A7, D7 und E7. Nun kommt das Blues-Schema ins Spiel, denn diese Akkorde sind in einer bestimmten Abfolge. Für einen Blues in A beginnst du mit 4 Takten A7, dann folgen 2 Takte D7, 2 Takte A7, 1 Takt E7, 1 Takt D7, 1 Takt A7 und zum Abschluss nochmal 1 Takt E7. Du hast also insgesamt 12 Takte, die du nach dem letzten Akkord beliebig oft wiederholen kannst. Den A7 würde ich übrigens mit dem Mittelfinger auf der D und dem Ringfinger auf der B-Seite greifen. Denn so hast du den Zeigefinger schon frei für den ersten Bund auf der B-Seite vom D7-Akkord. Übe diese Akkordfolge erstmal eine Weile in Vierteln, also mit einem Abschlag auf jeder Zählzeit, nämlich so. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So bekommst du erstmal ein Gefühl für den Ablauf. Du kannst die Akkorde ruhig staccato spielen, also durch Anheben der Finger deiner Greifhand vom Griffbrett und Dämpfung des Handballens deiner Schlaghand abstoppen, damit es rhythmischer klingt. Lasse dabei die Finger deiner Greifhand auf den Saiten liegen, denn so ist die Dämpfung sauberer. Hier also das komplette Blues-Schema. Dieses Schema kannst du noch leicht variieren, indem du schon im zweiten Takt zum D7 wechselst und im dritten Takt dann wieder für 2 Takte zu A7. Der Rest ist dann wie gehabt. Das wäre dann der Quick Change. Nun wird im Blues aber selten in Vierteln und gerade gespielt, sondern meist in Achteln und geschaffelt. Das heißt, dass die erste Achtel auf den Zählzeiten
länger klingt als die zweite Achtel zwischen den Zählzeiten. Das kannst du dir rhythmisch wie den Gang eines Pferdes vorstellen. Wenn du dir mit dem Timing noch unsicher bist, kannst du erstmal Achteltriolen zum Klick spielen und dann die zweite Triole weglassen, indem du einen Luftschlag über die Saiten machst. So sollte der Shuffle klingen. Wenn wir jetzt wieder zu unserem Blues in A zurückkommen, kannst du für einen schönen Groove die Akkorde auf den Zählzeiten offen, also ungedämpft spielen und zwischen den Zählzeiten die tiefste Seite des Akkords, also den Grundton, mit paar Mute anschlagen. Etwa so. Dieses kleine Lick eignet sich gut als Outro, wenn alle in der Rhythmussektion ihr Solo gespielt haben. Du ersetzt die letzten beiden Takte, also A7 und E7, und machst einen Slide vom D7-Akkord auf der G-Seite in den 9. Mund. Anschließend spielst du die hohe E-Seite ebenfalls im 9. Mund und dann wieder die G-Seite. Du hast also drei Töne, die du in Achteltriolen spielst. Das gleiche Pattern verschiebst du dann einen Bund tiefer in den 8. Bund, also 8 auf G, 8 auf E und wieder 8 auf G. Das gleiche Spiel dann im 7. Bund und auf der 4 spielst du dann einen A-Dur-Dreiklang auf den hohen drei Saiten, also im 6. Bund auf der G-Seite, 5 auf B und 5 auf E. Die hohen beiden Saiten greifst du am besten mit einem Mini-Barré mit dem ersten Glied deines Zeigefingers. Im letzten Takt spielst du dann den E7-Akkord auf den hohen drei Saiten, indem du den D7-Akkord einfach zwei Bünde nach oben verschiebst, also in den 4. und 3. Bund. Schön ist es, wenn du das Tempo allmählich zurücknimmst. Ich spiele dir das Lick jetzt nochmal mit den zwei Takten E7 und D7 davor vor. So, nun hast du also den Blues. Mit diesem Wissen kannst du übrigens auch prima improvisieren üben. Nehme dir einfach die Akkordfolge als Loop auf und übe die Pentatonik oder Blues-Skala darüber. Macht auch mehr Spaß, als die Skalen einfach so rauf und runter zu spielen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, denke bitte noch eben an den Klick auf den Daumen und den Abonnieren-Button. Natürlich freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, keep moving!